Leute, da sind wir wieder mit dem neuen Video. Wenn ihr Lust habt, seid dabei, habt Spaß, abonniert den Kanal, kommentiert, liked, mal schauen. Ich wollte heute mal gucken, was die Kirschblüte macht in Ockstadt, im Stadtteil von Friedberg. Schauen wir mal, das sieht immer ganz schön aus, kann man ja mal hinfahren, kann man ja mal machen. Ob wir da hinten überhaupt durchkommen, weiß ich gar nicht. Wir probieren es. Ja, ich glaube doch, geradeaus geht noch. Ja, geht. Muss ja. Durchfahrt Ockstadt gesperrt, also durch den Ort fahren kann man nicht. Na, herzlichen Glückwunsch, mal gucken, wo wir hinkommen. Naja, irgendein kleiner Weg wird schon geben, wo ich durchkomme. Oh, der Raps, der blüht hier schön schon. Wahnsinn. Auch relativ früh. Ja, doch, Kirschblüte, ich glaube, der Anflug sieht ganz gut aus. Rundherum ist es schon überall am Blühen, das sind die Kirschbäume. Natürlich blühen andere Sachen, andere Bäume auch schon, aber Kirschblüte Wanderung 14. Das ist ausgerechnet heute, glaube ich. Na, Glückwunsch. Ich will aber nicht wandern. Ich will fahren. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Naja, die werden ja nicht am frühen Mond schon wandern hier, die Freunde. Ja, ist die Baustelle da vorne vorbei oder nicht? Werden wir gleich sehen. Kommen denn nicht rum? Oder was? Oder noch Baustelle? Oder was ist hier los? Ei, der fährt auf der neuen Straße. Na ja, können wir auch mal machen. Fahren wir auf der neuen Straße. Also die Straße neu. Vorsicht, es wird hubbelig. Freunde, das hat ein bisschen weh getan. Im Gefühl. Aus dem Quark kommen hier. Fahren wir hier hoch. Naja, Kirschblüte Wanderung haben wir heute. Das ist also eine Veranstaltung, da treffen die sich, laufen über den Kirschenberg drüber. Der heißt so hier, weil da sehr, sehr viele Kirschbäume stehen. Also richtige riesige Felder mit Kirschbäumen. Alte Obstbaumplantagen, Kram. Ja, und dann machen die dann, immer wenn die Kirschbäume blühen, machen die dann eine Führung, also so eine Wanderung in Anführungsstrichen, wo sie dann so ein bisschen die Kirschblüten als Spiel hier lang die Kirschblüten ein bisschen sich anschauen können, die Leute und so. Haben wir hier drin? Ich weiß es nicht. Aua. Was ist das? Das ist Sackgasse bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich so gut jetzt hier auch nicht aus. Hier ist auf jeden Fall schon mal Kirsch. Was ist hier? Ah doch, hier geht's weiter. Okay. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Hier gibt es ja ganz schöne kleine versteckte Gässchen. Ich will ja nicht, dass ich hier irgendwo auf einmal am Hof stehe. Bei irgendjemandem, der da gerade vielleicht sitzt und seinen Frühstückskaffee trinkt. Naja, die haben alle ihren Schleichweg gefunden hier.
große Beine. Also, das könnt ihr vergessen, Freunde. Ach du liebe Gott, aber immerhin, ihr seht mal, was hier los ist, wenn die so Kirschblütewanderung machen. Guckt euch das da an. Alles voll mit Leuten. Naja, dann einen Kirschbaum haben wir ja gesehen. Dann war es das halt mal. Fahren wir noch ein bisschen durchrockt, durch die kleine Gasse hier. Also, mein lieber Scholli, scheint ja doch viele zu interessieren. Aber es ist auch ein bisschen so Tradition, glaube ich, hier, dass dieses Standardtreffen an dem Kirschblütefest oder Wanderung, keine Ahnung, Fest ist es ja nicht. Anscheinend wird aber da rechts und links ein bisschen verköstigt zwischendrin. Von daher, wie gesagt, das können wir uns heute schenken. Da kommen wir gar nicht hoch von lauter Leute. Oh, hier ist das Schwimmbad von Hockstadt. Die haben nämlich auch ein eigenes Schwimmbad. Es ist aber Quellewasser. Von daher sehr, sehr frisch. Da ist eine Einbahnstraße. Naja, weit sind wir jetzt nicht gekommen. Zurück kann ich da nicht. Muss da vorne mal ein Stück zurückfahren. Hier ist der Parkplatz vom Schwimmbad. Aber immerhin, das Schwimmbad gibt es noch. Viele machen ja zu, weil alles so teuer geworden ist. Die Instandhaltungskosten sind so hoch. Die Haltungskosten sind so hoch. Ist ja klar. Naja, war früher alles kein Thema, aber heutzutage. Vorne sieht man ja ganz schön die Kirschberge, überall die Bäume blühen, aber die sind schon ein bisschen spät dran, glaube ich, die Menschen. Die Blüten sind schon ein bisschen weiter. Gucke, wenn ich hier fahre, hier geht. Durch die kleine Gäste hier von Hockstadt. Es ist noch relativ früh. Aber trotzdem schon ziemlich warm. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo ich hierher komme. Also die haben schon schöne kleine versteckte Gassen. Kann man echt da, die Fahrgasse ist das hier. Mein lieber Scholli, hier war ich ja vorhin schon mal, glaube ich. Für die Arme ideal hier. Da kann es auch ruhig mal ein bisschen kleiner sein, die Sträßchen. Der Kram. Ah, hier waren wir vorhin. Hier ist die Kirsch. Nee, doch nicht. Hab ich mich vertan. Überall Fahrgasse hier oder was? Kapellenstraße. Ah, hier ist die Kirsch. Fahr ich mal hier rum. Natürlich, wie gesagt, gar nicht aus, aber es macht ja nichts. Aber schön ist es trotzdem hier. Ihr wart hier auch noch nicht in den kleinen Gästen. Ja, schöne alte Fachwerkhäuser hier. Also, das muss man sagen. Wenn ihr mal gucken, was es ein Stückchen weiter da oben gibt. Naja, wie gesagt, mit der Kirschblüte angucken. War jetzt nichts. Aber ist ja nicht so schlimm. Ah, Traktor. Ah, den Traktor, den gibt es hier noch in den Wörtchen. Aber hier, Freunde, es gibt noch eine Bäume, die hier blühen, wie ihr seht. Gibt. Vielleicht mal hier.
ganz ruhig beim besten Wille. Keine Sorge. Ich kann euch nur sagen, dass bei der nächsten Gelegenheit ich erst mal hier mein Jäckchen ausziehen werde. Weil es doch ein bisschen warm wird schon. Ja, hier war ich glaube ich schon mal mit dem Fahrrad. Da war die Straße nicht so prickelnd, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Fängt schon an, die Straße, die prickelt schon. Die zerrt schon an meine Gefühle, die Straße. Ach du liebe Gott. Soll ich jetzt auch noch runterschalten müssen? Ja. Sorry dahin, schneller geht nicht. Naja, da vorne wird es wieder ein bisschen grad. Ja, überholt aber nicht. Na jetzt. Ich habe nur Habe, sorry. Mir fehlen ein paar PS. Was ist denn der Kopfstand? Haben wir 63. Ich weiß auf jeden Fall eins. Es geht ein bisschen hoch. Parallel zu dem. Naja, parallel, ja, doch zu dem Kirchberg hoch. Und es wird ziemlich baumlastig. Hier ein Riesenteich. Das haben sie auch. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen angenehmer hier, ein bisschen gerade. Ja, jetzt ungefähr kann ich mir vorstellen, wo wir sind. Hier sind doch Kirschbäume auch. Freunde, ihr habt ein paar, aber wie gesagt, die Böde ist schon. Naja, doch nicht. Ist genau richtig. Sind sogar noch nicht einmal ganz oft die Böden. Fahren wir hier hoch. Hier oben ist normalerweise, das ist ja schon Teil vom Kirchberg oder Kirchenberg, nicht Kirchberg, Kirchenberg. Hier hoch geht es normal, weil hier früher war von den Amerikanern so gleich so ein kleines Standort. Deswegen gibt es hier auch die Bettungsstraße, hier, die Panzerstraße, hier heißt die so. Die haben da oben einen Übungsplatz gehabt. Die gibt es allerdings nicht mehr, das ist jetzt alles Natur, Biotop. Ist nichts mehr übrig davon, von dem ganzen amerikanischen Raum. Leider. Bis vor ein paar Jahren konnte man noch ein paar Restgebäude sehen. Aber jetzt siehst du nichts mehr. Wenn wir wieder hier runterfahren, könnt ihr hier die Aussicht schön genießen. Hier kann man nämlich wunderbar gucken. Naja, hier muss man auch nicht weiterfahren. Ich muss mal gucken, ob ich hier drehen kann ohne Rückwärtsgang. Ah, das geht gut. Da vorne muss ich eh mal stehen bleiben. So, da habt ihr ein bisschen einen schönen Ausblick. Fahren wir wieder zurück, haben wir mal das Jäckchen ausgezogen, es ist warm geworden. Wenn die
ja so Veranstaltungen haben. Oh, ich hätte auch hier fahren können. Warum mache ich es nicht? Fahren wir doch hier. Geschwindigkeitskontrolle, ja, ist kein Problem. Kein Problem. Aber hier sind wir auch hergekommen. Lustig. So viel zum Orientierungssinn. Naja, ist ja nicht so schlimm. Kirschblütwanderung haben wir auch gemacht. Auf drei Rädern sind wir gewandert. Muss ja nicht immer zu Fuß sein. Na gut, hier muss man dann doch ein bisschen aufpassen mit der Geschwindigkeitskontrolle. Es geht bergunter. Im Leerlauf könnte es etwas mehr werden. Von daher. Ja, schön. Ohne ist leichter wie hoch. Ist ja klar. Ist ja klar. Ah ja, toll. Hättest du auch noch warten können. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Da vorne natürlich auch einiges los sein auf der Straße. Ja, fahr, ich bin nicht so schnell. Aus, aber so schnell bin ich nicht. Und wie war das jetzt? Komme ich jetzt da rum einfach oder nicht? Oder wie? Wegen der Baustelle? Naja, wir gucken mal. Werden wir gleich sehen. Wir können ja auch hier rumfahren. Sind wir ja schon mal gefahren. Mal bis ich sachte über den Bordstein. Die Gasserin. Überhole.
oder so knapp überhole, wenn vorne schon eine kommt, ich weiß nicht. Die riskieren da ihr Leben und das Leben der anderen und wegen was? Wegen 5 Minuten oder was? Ich verstehe es nicht. In letzter Zeit schon wieder so viele brenzlige Situationen erlebt, wo man gedacht hat, naja, also das war jetzt mal wirklich nur mal Glück. Dann verabschiede ich mich mal von euch und sage bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas Spaß, trotzdem wir eigentlich da waren, wo man eigentlich hin wollte. Aber es war ja eigentlich trotzdem ganz gut. Von daher, bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund. Gerne ein Abo da lassen, wie gesagt. Kommentar, Like, da freue ich mich immer drüber. Dann ist auch wieder sowas hier. Kurz vor der Insel.